Jedes Video, was ihr jemals gesehen habt, was meint ihr, was mit ihm passiert? Die Fälle machen mich so sauer. Was mache ich aus diesem Ereignis? Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt vielleicht in eurem Leben. Oh Mann, ey. Hey, Coach Cecil, warum bist du denn so komisch drauf? Mein Arzt hat mir zum zweiten Mal in meinem Leben gesagt, dass ich nie wieder Sport machen kann. Das ist echt eine ernste Geschichte. Ja, ich verstehe schon. Aber du bist doch immer derjenige, der sagt, alles positiv sehen und ihr macht dies und das. Kannst du es nicht mal selber bei dir auch anwenden oder wie? Eigentlich hast du da recht und wir sprechen drüber. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Mich immer so. Arztpraxis Schmidt hier, wer spricht da? Wer ist da? Coach Cecil? Nee, da muss ich auflegen. Der glaubt mir eh nie was. Heute, meine Freunde, heute geht es um ein sehr privates Thema und natürlich geht es nicht nur, ich will nicht immer nur so von mir erzählen, Sachen erzählen, das interessiert euch wahrscheinlich sowieso nicht, aber ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, der ganz, ganz elementar wichtig ist für euer Leben. Und von der Wichtigkeit her ist dieses Video hier wahrscheinlich vom Kopf her das wichtigste Video, was ich je gedreht habe. Wenn es nicht richtig ist und wenn ihr sagt, oh doch, ab und zu möchte ich doch mal was von diesem Sabbelkopf da erfahren, dann schreibt ihr mir unten rein, ja, ist interessant oder so, jetzt heute mal ohne Hashtag, schreibt einfach rein, ja, doch, interessiert mich oder interessiert mich nicht, lieber nur Tipps rausgehen. Also besprechen wir erst, was mir passiert ist. Vor mittlerweile, es ist schon 3 Monate her. Ich wollte warten mit dem Thema, weil ich erstmal gucken wollte, wie sich das entwickelt. Danach sprechen wir darüber, was mich richtig sauer macht. Also richtig sauer macht. Es geht um Aussagen von Ärzten. Und dann sprechen wir darüber, wie ihr mit solchen Aussagen umgehen könnt. Also, bevor wir jetzt mit der heutigen Story anfangen, möchte ich euch nochmal von früher erzählen. Also früher hat der Arzt mir schon mal gesagt, du wirst in deinem Leben nie wieder Leistungssport machen können, weil ich mit 10 Jahren am rechten Knie operiert wurde, das war eine Meniskusoperation, und am linken Knie hatte ich eine Wachstumsstörung. Und der Arzt hat mir gesagt, ey, damit kannst du vergessen, brauchst nicht Sportunterricht, hat er mich ein halbes Jahr freigestellt und hat gesagt, ja, danach, wenn du überhaupt ein bisschen laufen kannst, dann sei happy. Damit habe ich mich damals aber natürlich nicht zufrieden gegeben und habe mich da raustrainiert aus dieser Quatschaussage. Wie kann man einem 10-Jährigen, der sich noch komplett entwickelt, so einen Quatsch erzählen? Aber gut, egal, wir kommen da später zu. Dann habe ich mich raustrainiert, habe keine Schmerzen mehr gehabt, habe bis zum Ende meiner Profikarriere nie wieder Knieschmerzen gehabt. Nie wieder. Das war die Geschichte damals. Jetzt habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Die Geschichte, die mir jetzt widerfahren ist, fing vor ungefähr 2 Jahren an. Also vor 2 Jahren fing es an, dass ich beim Boxtraining gemerkt habe, irgendwie bei den Bewegungen und so, tut es ein bisschen in der linken Hüfte weh. Da habe ich mir noch nicht groß was gedacht. Ich habe gedacht, ja, man hat ja mal Schmerzen, ich will nicht sofort zum Arzt laufen, das ist bestimmt bald wieder weg. Das ist irgendwas Muskuläres oder so, ah, ich habe keine Lust, zum Arzt zu gehen und dann extra noch MRT oder Röntgen oder hatte ich alles keine Lust drauf. Ich habe gedacht, ja, das geht schon irgendwann wieder weg. Habe mich aber nicht weiter darum gekümmert. So nachlässig wie ich war, ist es aber nicht besser geworden. Also es ist nicht besser geworden, es ist immer schlimmer geworden, sodass ich vor ungefähr einem halben Jahr konnte ich nicht mehr, ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass ich nicht mehr so viele Videos gemacht habe, wo ich gesprungen bin oder im Fitnessstudio, wo ich so, ja, athletische Sachen gemacht habe, sondern mehr beim Krafttraining geblieben bin und ganz Sutsche. Das hatte was damit zu tun, weil beim Boxen hat es wirklich wehgetan und ich wollte es nicht noch mehr strapazieren mit der linken Hüfte. Dann war es irgendwann vor, ja, sagen wir mal, 4 Monaten so schlimm, dass ich mich wirklich wie ein Rentner ins Auto setzen musste. Also ich konnte mein Bein nicht mehr anheben, ich konnte es nicht mehr anziehen. Ich musste, Drehbewegung war nicht dran zu denken. Wenn ich ins Auto gestiegen bin, musste ich mich praktisch so und dann mit beiden Beinen gleichzeitig reinsetzen. Und dann habe ich mein linkes Bein mit angehoben, damit ich ins Auto reinkomme. Also wirklich schlimm. Ich habe einmal beim Spaziergang draußen, das waren so ungefähr 200 Meter zurück zum Auto, habe ich über eine halbe Stunde für gebraucht, weil es so extrem wehgetan hat. Und dann habe ich gesagt, so Cecil, alles schön und gut. Behandeln kannst du dich dann später selbst, aber du brauchst eine Diagnose, denn dafür ist die Schulmedizin wirklich sehr, sehr gut. Man muss ja immer sagen, was gut läuft und was schlecht läuft. Die Schulmedizin ist wirklich sehr, sehr gut darin, eine genaue Diagnose zu treffen. Also was ist los? Da gibt es MRT, CT, da gibt es Röntgenaufnahmen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, egal in welchem Bereich eigentlich. Die Diagnose ist immer sehr wichtig. So, jetzt habe ich gesagt, okay, ich muss die Diagnose haben, weil ich muss wissen, was los ist mit meiner Hüfte. Dann kam ich beim Arzt an. Okay. Und habe mich röntgen lassen. Und dabei ist wirklich was
herausgekommen, wo ich ehrlich gesagt auch selber erstmal 30 Sekunden geschockt war. Also ich war wirklich geschockt und es war so, dass die Ärzte sogar alle anderen, also der Arzt hat alle anderen Ärzte ins Zimmer gerufen, weil die gesagt haben, ja okay, das ist der Patient, der ist so und so alt, der ist noch nicht 70 oder 65 und das ist sein Röntgenbild. Und alle Ärzte haben so gesagt, echt schwierig, weil ich habe auf der linken Seite, also meine rechte Seite, ich werde in Zukunft, wenn ihr das wollt, sehr, sehr viele Videos über das Thema machen. Meine rechte Seite, also meine rechte Hüfte ist völlig gesund, wie ein Jugendlicher, 15-Jähriger. Nur links ist komplett abgenutzt, also wirklich Arthrose Grad 4. Oh no! Nichts mehr vom Knorpel übrig, Knochen auf Knochen, also so, genau Knochen auf Knochen. Und darüber ist schon so eine Zyste entstanden, dass der Arzt mir gesagt hat, hey Quartu, also eine falsche Bewegung oder wenn Sie irgendwo runterspringen, dann kann Ihnen die Hüfte brechen. Und dann habe ich, spaßeshalber, weil ich mich ja mit dem Thema sehr gut auskenne, ich kenne mich sehr gut mit dem Thema Arthrose auch, habe ich immer gefragt, ja, aber was mache ich denn da? Das kann man ja überhaupt nicht wieder hinkriegen. Ich werde ja ein Leben lang Schmerzen haben, oder? Ich brauche auch bestimmt eine künstliche Hüfte, oder? Ja, also wir versuchen es noch so viele Tage wie möglich zurückzuhalten. Aber Schmerzen werden sie immer haben, weil es ist Knochen auf Knochen. Das provoziert Schmerzen. Und ja, eine künstliche Hüfte versuchen wir so weit wie möglich nach hinten zu verlagern. Okay, yay! Was für eine geile Diagnose. Erstmal war ich natürlich mega geschockt, weil ich da gedacht habe, okay, da drüber ist wirklich eine Zyste, da hat sich durch den Druck, hat sich wirklich der Knochen zum Teil aufgelöst, dass ich gedacht habe, okay, jetzt eine extrem blöde Bewegung oder jetzt mich auf der Straße zu prügeln, wäre gerade nicht so eine gute Idee. Deswegen habe ich gedacht, okay, man muss schon vorsichtig sein, man muss es vorsichtig behandeln. Und ich war natürlich auch erstmal so geschockt, ey krass, was ist denn da los? Ich bin natürlich sofort auf Ursachenforschung gegangen und ich habe auch die Ursache gefunden. Aber ich habe natürlich erstmal war ich 30 Sekunden wirklich geschockt. So, was mache ich daraus? Okay, dann bin ich rausgegangen aus der Arztpraxis, bad nach Hause, wie auch immer. So, was mache ich aus diesem Ereignis? Was habe ich gemacht? Ich bin erstmal auf Ursachenforschung gegangen. Warum ist das passiert? Und es ist ganz einfach, ich kenne die Ursache. Meine rechte Hüfte ist komplett super. Mein rechtes Bein war immer das Sprungbein, das starke Bein, das ich viel stärker belastet habe als links. Aber links war komplett kaputt. Warum ist die linke Seite komplett kaputt und rechts ist es noch ganz jungfräulich? Also da ist Knorpel noch gar nichts zu sehen, kein Arthrosegrad, 1, 2, 3, 4, gar nichts. Warum? Ich wusste sofort die Ursache. Als ich nämlich vor anderthalb, zwei Jahren, als das angefangen hat, dass es immer schlimmer wurde mit dem Hüftschmerzen, habe ich schon das realisiert und gedacht, okay, das musst du definitiv ändern. Was habe ich gemacht? Seitdem ich klein bin, habe ich beim Schlafen immer, das, was ich euch immer sage, ihr müsst die Beine dehnen, beim Schlafen habe ich immer das linke Bein angezogen an die Brust und habe so geschlafen. Immer das linke Bein angezogen. Und dadurch, so wie ich das euch in den Videos mal erkläre, sind natürlich die Fibroblasten, die da die ganze Zeit arbeiten und auf der linken Seite kommt extrem Spannung drauf auf das Gewebe und verkürzt sich. Deswegen, wenn über einen zu langen Zeitraum Gewebe zu stark sich verkürzt, dann hat man natürlich ein Problem, weil der Druck lässt natürlich zu, dass der Knorpel sich abreibt. So, und ich weiß jetzt, was ich mache, weil ich kenne mich sehr gut mit Arthrose aus. Deswegen habe ich alle Schritte, wenn ihr Arthrose und Bandscheibenvorfälle und Knieprobleme und diese ganzen Sachen mal behandelt haben möchtet in den nächsten Videos, dann sagt mir das. Ich bin wirklich heiß darauf, weil da ist es in der schulmedizinischen Behandlung eine Katastrophe. Das werde ich euch dann erklären. Wie die Mechanismen genau sind, erkläre ich euch dann. Grundsätzlich habe ich gewusst, okay, das ist das Problem und mein Arzt konnte mit seiner Behandlung halt keine Heilung oder nichts Positives machen. Er hat nur gesagt, das Beste, was er machen kann, ist, die künstliche Hüfte so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Das ist alles, was er kann. Okay, wenn er das kann, alles klar. Es funktioniert aber auch anders. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem wichtigsten Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Und das ist der wichtigste, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt vielleicht in eurem Leben von allen Punkten, die ihr jemals, jedes Video, was ihr jemals gesehen habt, das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Was ist der wichtigste Punkt? Eigenverantwortung zu übernehmen. Nur weil irgendein Arzt mir sagt, dass Arthrose nicht heilbar ist, nehme ich das noch nicht für bare Münze. Warum? Kann ich recherchieren, kann ich gucken, ob es Arthrosefälle gibt, die 0,0 Schmerzen haben? Ja. Kann ich nachgucken, ob es Fälle gibt, wo sich Knorpel wieder aufgebaut hat? Ja, kann ich nachgucken. Es gibt, ich habe davon tausende Fälle und die Fälle machen mich so sauer, weil es mich in mir drin macht, es mich so sauer. Und meiner Meinung nach, das ist wirklich meine hundertprozentige Meinung, jeder Arzt, der eine Prognose ausspricht, von wegen, Frau Schmidt, Sie haben Krebs. Mit Ihrer Krebsart werden Sie maximal 3 Monate überleben. Jeder Arzt, der so eine Prognose trifft,
muss seine Approbation verlieren. Und das meine ich ernst. Jeder Arzt, der auch zuguckt und nie darüber nachgedacht hat, was er damit anrichtet, muss seine Approbation verlieren. Warum? Weil es wissenschaftliche Untersuchungen und Forschung gibt, und das ist praktisch wissenschaftlich bewiesen, dass früher hat man ja gedacht, Gehirn und Körper, so zwei verschiedene Paar Schuhe, hat gar nichts miteinander zu tun. Heute weiß man, es hat sehr wohl was miteinander zu tun. Und gerade dieser Placebo-Effekt ist extrem krass. Also wenn ich jetzt einen Herzpatienten habe und ich habe hier einen Patienten, der hat Nierenprobleme und ich gebe denen Placebo, dann sieht man ganz genau, was passiert. Es gibt ja Messungen heutzutage, das ist alles wissenschaftlich belegt. Ich gebe ihm zum Beispiel eine Zuckerlösung und sage, hier, das ist für dein Herz. Und ihm gebe ich eine Zuckerlösung und sage, hey, hier, das ist für deine Nieren. Der, der das Herzproblem hat, wird vom Gehirn her, weil er das denkt, dass er jetzt gerade das... Der Körper produziert genau die Enzyme, Hormone, was er braucht, um das zu reparieren. Und der Nierenpatient wird genau die Enzyme produzieren, die er braucht für die Niere. Es gibt sogar Studien darüber hinaus, wo man Krebspatienten keine Chemotherapie gegeben hat, sondern einfach nur eine Wasserlösung, einfach Kochsalz gegeben hat. Und die dachten aber, sie kriegen eine Chemotherapie. Was ist passiert mit denen? Denen sind die Haare ausgefallen, nur weil sie es gedacht haben, dass sie eine Chemo kriegen, sind die Haare ausgefallen. Sie haben alle Nebenwirkungen gehabt, die man in der Chemotherapie hat, und der Krebs ist geschrumpft. Also alles das, was sie... Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass dieses Kopfding und Körperding zusammengehört. Wenn ich jetzt als Arzt dem Menschen sage, sie haben noch 2 Monate zu leben, was meint ihr, was mit ihm passiert? Außerdem, jetzt noch darüber hinaus, es macht mich wirklich, ich bin emotional erregt. Was meint ihr denn? Gibt es Menschen, die irgendeine Krebsart hatten, zum Beispiel Leberkrebs oder im Gehirn Metastasen oder irgendwo? Meint ihr, es gibt kein Mensch, also ein Arzt sagt, sie haben Leberkrebs, es ist nicht heilbar, sagen die. Nein, Moment mal, es gibt einen großen Unterschied zwischen sie können es nicht heilen und es ist nicht heilbar. Weil wenn es nicht heilbar wäre, dann würde kein Mensch auf der Welt, der Lebermetastasen hat, überleben. Wer nicht? Geht nicht. Weil wie? Wenn es nicht heilbar ist, dann überlebt ja kein Mensch, oder nicht? Aber wenn es 100.000 Fälle gibt, wo Lebermetastasen geheilt wurden, wie zum Teufel kann man dann sagen, es ist nicht heilbar? Wie? Wenn es nur einen Fall auf der Welt gibt, dann ist es heilbar, weil es wurde ja schon mal geheilt. Wie auch immer, selbst wenn die nicht wissen, wie, dann wurde es ja schon mal geheilt. Und das trifft auf jede Krebsform zu. Und das trifft auch auf jede andere Krankheit zu. Worauf ich hinaus will: Wenn ihr irgendwann in eurem Leben vor einem Arzt steht, der euch sagt, hören Sie mal, ist nicht heilbar, Sie werden sterben, dann glaubt es erstmal nicht, geht auf die Suche, guckt, ob irgendwo auf der Welt irgendjemand schon mal mit der Krankheit überlebt hat. Und wenn ja, kann man doch mal forschen, was da gemacht wurde. Und wenn man dann das Gleiche macht, was der gemacht hat, oder es wird sehr viel Material zu jeder Krankheit geben. Vielleicht gibt es Krankheiten, aber das ist eher unwahrscheinlich, die noch nie geheilt wurden. Dann hat man halt leider Pech gehabt. Wir werden im Endeffekt alle sterben. Aber dann ist die Aussage, es ist nicht heilbar, richtig. Wenn es Fälle gibt, wo es geheilt wurde, und beim Krebs ist es zum Beispiel, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, wie viele Fälle gibt es bei jeder Krebs? Es gab einen Fall, der hatte einen tennisballgroßen Tumor im Gehirn. Da haben die Ärzte gesagt, sie haben 2-3 Tage. Der hat durch mentales Training, ja, mental hat ja nichts mit dem Körper zu tun. Der hat sich vorgestellt, wie er am Abend anfängt, den Tumor klein zu schlagen, mit einer Axt hat er sich vorgestellt. Und der war eine Woche später tumorfrei. Und die Ärzte sind hingekommen und haben gesagt, Moment mal, die Bilder müssen nicht stimmen, das kann nicht sein. Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Und natürlich schafft das nur einer von 1 Million. Aber was ist mit dem einen von der 1 Million? Wieso? Der schafft es doch. Ist es heilbar? Ja, einer hat es geschafft. Selbst wenn es nur einer von 100 Millionen geschafft hat. Es hat einer geschafft. Und bei mir, ich meine, das ist jetzt mit Arthrose und so, oh, soll ich jetzt fertig sein, soll ich rumheulen? Nein, ich sage euch immer, hey, wir müssen nicht rumheulen. Das ist Arthrose, ja, und selbst wenn ich eine künstliche Hüfte bekomme, ja, und mache ich trotzdem Sport weiter. Und kann ich mich dann trotzdem gesund ernähren? Ja, selbst wenn. Aber ich kann euch sagen, bei Arthrose zum Beispiel, auch wieder, total unwissenschaftlich. Es gibt Untersuchungen ohne Ende. Ärzte sagen, Knochen auf Knochen macht Schmerzen immer. Nein. Hä? Wie viele Fälle gibt es, wo Knochen auf Knochen ist, was die Leute nie gemerkt haben, haben nie Schmerzen? Also ist diese These, das erkläre ich euch dann aber in den nächsten Videos, ist diese These, Knochen auf Knochen gleich Schmerz, ist einfach falsch. Es ist falsch. Es ist nicht
Es kommt nicht daher. Es kommt einfach nicht daher. Und es gibt auch Untersuchungen, wie Knorpelgewebe wieder aufgebaut wurde. Gibt es alles. Und ich kenne das. Deswegen kann dieser Orthopäde mich nicht für dumm verkaufen. Aber ich sehe, wie Leute Tag für Tag für dumm verkauft werden. Und das kann ich nicht ab. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, danke, danke, du hast mir die Diagnose gegeben, die ich brauchte. Super, alles klar. Jetzt fange ich an mit meiner eigenen Therapie. Ich habe das gemacht, was ich bei meinen Kunden auch, die Arthrose haben, auch mache. Ich habe es extrem krass durchgezogen. Da gehört nicht nur in dem Programm zu, da gehört auch Nahrungsergänzung zu. Da gehört alles zu. Ich mache es wirklich jeden Tag sehr, sehr diszipliniert. Ich nehme dreimal am Tag was ein. Ich mache meine Übungen, die ich machen muss, sehr, sehr diszipliniert. Seitdem habe ich so wenig Schmerzen wie seit 2 Jahren nicht mehr. Ich weiß, der Knorpel, der baut sich nicht innerhalb von einem Monat ab, aber er baut sich auch nicht innerhalb von einem Monat auf. Das heißt, ich muss einfach Geduld haben. Ich wollte erstmal 3 Monate warten, damit ich nicht irgendwie gleich ein Video mache und dann 2 Wochen später habe ich immer noch Schmerzen und meine Hüfte ist gebrochen. Das wäre scheiße. Deswegen, ich kann euch jetzt sagen, hey, meine Therapie, sofort habe ich aufgehört, Schmerzen zu bekommen. Ich merke, wenn ich gehe, merke ich noch, dass da irgendwas ist an der Hüfte, aber ich arbeite ja noch weiter. Es dauert noch ein bisschen. Also Geduld haben. Was ich euch sagen möchte, als Fazit. Wenn ein Arzt wirklich euch irgendwas sagt, seid erstmal nicht geschockt. Guckt erstmal, was ist los, wie ist die Situation, ist sie wirklich so schlimm oder ist sie gar nicht so schlimm. Guckt mal und lasst euch nicht runterziehen. Ach, das ist echt krass, was du sagst. Also ich habe jetzt persönlich sowas noch nicht erlebt, aber in meinem Familienumkreis schon 2 Personen. Und wir haben eigentlich komplett auf die Ärzte vertraut. Man sollte sich echt selber mal schlau machen, oder? Ja, sollte man. Definitiv. Meine Freunde, sagt mir, schreibt mir unten rein in die Kommentare, interessiert mich mega, ob ihr eher nur irgendwie Ernährung was erfahren wollt oder Sport, Übung oder so. Oder ob ihr auch mit Wehwehchen zu kämpfen habt. Also zum Beispiel Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Arthrose, vielleicht Arthrose von euren Eltern. Vielleicht könnt ihr da auch Tipps geben. Schreibt mir einfach rein, was euch am meisten interessiert. Und wenn euch dieses Thema Arthrose, Bandscheibenvorfall, auch Bandscheibenvorfall, oh, die Schulmedizin und Bandscheibenvorfall. Es ist dramatisch, okay? Dramatisch. Aber schreibt mir unten rein und je nachdem, was ihr reinschreibt, werde ich mehr Videos in die Richtung machen, was ihr sehen wollt, weil ich mache den Kanal, damit ihr coole Themen habt, okay? Also, achso, und wenn ihr euch coachen lassen wollt, wo lasst ihr euch coachen? Bei Coach Sessi! Are you listening? Damn.